Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir heute gedacht, dass wir heute wirklich nochmal durch meine Schminksammlung durchgehen und ich euch ein paar Produkte rausrede, die teilweise neu sind, die sich perfekt eignen, wenn das Make-up-Budget vielleicht ein bisschen kleiner ist. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, knapp 10 Produkte unter 10 Euro, die wunderschön aussehen, die bei weitem mit High-End-Make-up konkurrieren können, die wahrscheinlich sogar genauso gut oder noch besser als High-End-Make-up sind. Und ich hoffe, ihr habt Lust darauf, auf diese kleine neue, ja, in letzter Zeit ändert sich ja der Content eh so ein bisschen auf, wie kann man mit Make-up eine Menge Geld sparen. Und ich habe ganz, ganz tolle Produkte hier und ich würde vorschlagen, wir starten direkt. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt. Und auch in diesem Video könnt ihr wieder ein bisschen was gewinnen. Ihr wisst ja, wir ziehen jetzt bald um und ich verlose sehr, sehr viel von meiner Schminksammlung. Also zählt wie immer die Emojis, die in diesem Video versteckt sind. Und schreibt mir, wie ich euch kontaktieren kann und die Anzahl der Emojis in die Kommentare. Seid natürlich Abonnent meines Kanals mit der aktiven Glocke. Und Freunde, let's go! Ich habe die Pflege schon vor einer Weile in mein Gesicht gebracht, einfach, dass sie richtig schön in die Haut einziehen kann. Ich möchte heute zwei Primer benutzen. Ich habe das neulich bei TikTok, glaube ich, gesehen. Eine Kombination aus diesen Primern, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich habe hier einmal von Catrice den Grip and Last Putty Primer. Das ist im Prinzip ein Dupe zu dem, wie heißt er, Tatcha Silk Canvas Primer oder dem Poreless Putty Primer von Essence. Der sorgt einfach dafür, dass die Poren hier in dem Bereich ein bisschen kaschiert werden. Ich nehme wirklich nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge. Einfach in den T-Zone-Bereich hier, wo ich so ein paar vergrößerte Poren habe. Und mehr braucht man davon nicht. Das Ding kostet 4, 5 Euro ungefähr. Und das wird ewig halten, weil ihr davon wirklich nicht viel braucht. Ihr seht sofort im T-Zone-Bereich ist alles so ein bisschen mattiert. Ich schaue auch mal, dass ich euch alle Produkte irgendwie unten verlinkt kriege. Manche Sachen kann ich euch nicht verlinken, weil es die online einfach nicht gibt. Aber so könnt ihr schon mal zumindest eine kleine Liste haben, welche Produkte ich hier benutzt habe. Und ein zweites Produkt, auf das ich nicht mehr verzichten möchte, ist von e.l.f., der Power Grip Primer. Das ist im Prinzip ein 1:1 Dupe zu dem Milk Makeup Hydro Grip Primer. Ich finde ihn tatsächlich aber noch ein bisschen besser. Der versorgt die Haut extrem mit Feuchtigkeit. Er wird aber super, super klebrig. Ihr seht, es ist wie, ja, fast schon so ein bisschen wachsartig oder so kaugummiartig. Sorgt aber einfach dafür, dass die Hautoberfläche mit Feuchtigkeit versorgt wird und das Make-up wesentlich besser hält. Ich presse mir den einfach richtig schön tief in die Haut und das sorgt so ein bisschen parallel dafür, dass ihr, falls ihr kein Peeling gemacht habt oder so ein paar trockene Hautstellen im Gesicht habt, die wirklich auf eure Haut presst. Wenn ihr das Ganze so wischt, dann sorgt ihr dafür, dass die Hautschüppchen so ein bisschen durch die Gegend stehen und das sieht dann am Ende nicht mehr so flawless aus, wie es vielleicht aussehen kann. Die Base fühlt sich richtig, richtig gut an. Ihr seht die Reflexion auf meiner Haut. Das ist auch genau das, was ich möchte. Aber der T-Zone-Bereich ist ein bisschen kaschiert und ja, minimiert. Und ich glaube, dass wir viel zu selten über Produkte reden, die das eine können und über Produkte, die das andere können. Und wenn man die zusammen macht, habt ihr einfach so viel mehr Möglichkeiten. Ich weiß, dass viele von euch eh ganz, ganz viel Make-up zu Hause haben. Probiert mal wirklich Multi-Priming aus. Das ist super. Ich habe lange überlegt, welche Foundation ich in dieses Video nehmen möchte. Und ihr wisst, ich liebe die Rival de Loop Hyaluron Foundation. Ich weiß aber, dass viele von euch auch die Essence Fresh and Fit Foundation mögen mit Vitaminkomplex und Niacinamid. Die ist recht neu. Ich habe die in der Farbe 40 Fresh Beige. Ich weiß nicht, ob sie im Moment passt. Wir probieren es aber aus. Das ist eine Foundation, die liebt ihr. Ich liebe sie tatsächlich auch schon seit vielen, vielen Jahren und die ist wirklich günstig. Und auch die arbeite ich mir erst mit einem Pinsel ein und ich gehe nicht in kreisende Bewegung rein, weil auch hier habt ihr wieder das Problem, dass ihr geht ihr mit dem Pinsel auch unter die Hautschüppchen und packt die dann nach oben. Wenn ihr nur presst, drückt ihr alles richtig, richtig schön an. Und das sind so kleine Tipps und Tricks, die das Make-up am Ende wesentlich besser machen. Ich nehme mir einen Beauty-Schwamm und klopfe damit den Rest ein. Man braucht nicht viel von der Foundation, also das lasst euch gesagt sein. Ihr kriegt eine Menge für euer Geld und die hält den ganzen Tag. Auch die liegt, glaube ich, so bei 4, 5 Euro vielleicht. Ich habe sie schon lange nicht mehr nachgekauft. Aber ich war neulich auf einem Event und wurde gefragt, hey, was trägst du denn für ein Make-up? Deine Haut sieht so weich gezeichnet aus, deine Haut sieht so frisch aus und als hättest du einen Filter drauf. Und ich habe gesagt, das ist alles Drogerie-Make-up. Und
Ich verstehe es, weil ich finde, dass das Make-up in der Kamera bei mir immer auch verhältnismäßig weich gezeichnet aussieht. Aber ich benutze wirklich keine Filter hier auf meinen YouTube-Videos. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Als ich dann gesagt habe, dass ich nur Drogerie-Make-up trage, außer vielleicht mal eine, weiß ich nicht, ein Blush von Sensai oder so, ist meine Base und meine Grundierung Drogerie-Make-up. Und ich finde es einfach wichtig, dass ich euch auch zeige, gerade in der jetzigen Zeit, dass man mit wirklich günstigem Make-up tolle Ergebnisse erzielen kann. Die Foundation ist einmal eingearbeitet. Ich muss sagen, ich trage sie leider viel zu selten. Die sieht einfach so schön leicht und frisch auf meiner Haut aus. Und das ist genau das, was ich im Moment wirklich einfach mag. Das ist eine perfekte Sommerfoundation übrigens, finde ich. Die hält gut, die spendet ein bisschen Feuchtigkeit und sie sieht sehr, sehr frisch aus. Und jetzt, Freunde, kann ich es euch endlich sagen. Mittlerweile haben es alle schon gesehen. Der Fernseher, in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, glaube ich, läuft auf Hochtouren mit meinem Gesicht. Und zwar bin ich das Gesicht der neuen Manhattan The Multitasker Concealer Kampagne gewesen. Und ich habe den vor, im Dezember habe ich den schon gehabt. Und seitdem benutze ich den. Und immer wenn ich euch ein Concealer gezeigt habe und das rausgeschnitten habe, war es der. Das ist ein Concealer mit einem XXL Soft Touch Applikatorfüßchen. Super, super deckend. Der ist ein perfektes Dupe zum Tarte Shape Tape. Und wir haben ja lange wirklich nach einem Dupe gesucht, aber der ist nicht so austrocknend wie der Tarte Shape Tape. Ich gebe mir den einfach hier überall hin, lasse den kurz antrocknen. Den gibt es in verschiedenen Farben, sodass man den auch wirklich als Foundation benutzen kann. Dafür finde ich ihn wirklich super, super gut, aber auch als Concealer. Ich lasse ihn einmal kurz so ein bisschen antrocknen und dann starte ich erst hier mit dem Rand und blende den aus, sodass er ein bisschen weich gezeichnet in meinen äußeren Augenwinkel geht. Der kostet 6,95 €. Ihr habt aber auch extrem viel Produkt mit drin und ihr braucht nicht so viel, wie ich jetzt benutze. Also da sind 11 Milliliter drin. Das ist eine Menge für einen Concealer, ne? Also die meisten Concealer aus der Drogerie haben so 5 oder 3 Milliliter. It's a lot. Und jetzt wird es spannend tatsächlich, Freunde. Ihr habt vielleicht das Video schon gesehen. Ich habe mir ein Puder selbst gemischt als Dupe zum Charlotte Tilbury Easy Bake. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier oder unten in der Infobox. Ich habe ein bestehendes Puder, das ist jetzt das Ready for the Frill LE Puder. Das ist aber dasselbe wie das Flawless Filter Puder von Rival Loves Me, was jetzt im Standardsortiment ist. Und das habe ich gemischt mit einem roten Lidschatten, um mir ein Dupe zum Charlotte Tilbury Easy Bake zu machen. Schaut euch das Video an, ich habe da wirklich viele, viele Tipps gegeben, wie ihr ja so ein Brightening Powder selber machen könnt. Dafür nehme ich mein Microfiber Multitool, gehe hier kurz in meine Hand und dann fixiere ich hier direkt unter meinen Augen und baue mir das Puder dann punktuell an den Stellen auf, die ich wirklich aufgehellt haben möchte. Ihr seht sofort diesen aufhellenden Effekt. Mit dem Rest gehe ich hier lang erst, um alles ebenmäßig zu fixieren. Und dann bake ich den Bereich. Ihr müsst nicht baken, aber das Flawless Filterpuder ist dasselbe wie meins mit Rival Loves Me. Nur halt jetzt in einer anderen Verpackung ohne meinen Namen. Es hält auf, es gibt meiner Haut einfach diesen rosigen Touch. Und gerade wenn ihr eine Full Coverage Foundation tragt, finde ich, ist es immer recht schnell so, das aus meinem Mund, ne, Freunde, dass das Make-up ein bisschen doll aussieht und ein bisschen leblos aussieht, weil die meisten Foundations eher einen gelblicheren Anteil haben oder einen neutraleren Anteil. Und wenn das auf eurer Haut ist, die ja naturbedingt schon durchblutet ist, sieht das immer ein bisschen übertrieben aus. Durch so einen leichten Touch an Rosa wirkt das Ganze richtig, richtig schön. Und ich fixiere das mit dem Kiko-Puder. Das ist das Matte Fusion Pressed Powder. Das ist ein, ich würde fast sagen, ein Dupe zum Charlotte Tilbury Flawless Setting Powder. Nur günstiger, wesentlich günstiger. Das gibt es in mehr Farben und das sorgt einfach dafür, dass alles so ein bisschen weich gezeichnet ist. Einfach so ein bisschen rüber. Es nimmt den Schein weg und das ist auch perfekt für unterwegs. Die Base ist mattiert. Jetzt kommen wir zu ein bisschen Dimension zurück. Und da benutze ich sehr gerne den Essence Sun Club Natural Glow Bronzer. Ich finde den Namen ein bisschen irreführend, weil das ist kein Glow Bronzer. Das ist ein matter Bronzer. Und den gebe ich mir einfach hier so ein bisschen hin und wärme dadurch alles wieder auf. Die Foundation war ja jetzt doch ein bisschen hell. Aber ihr seht sofort ein bisschen Wärme im Gesicht zurück. Und ich finde, der hat auch wirklich eine perfekte Farbe. Ich habe auch neulich einen TikTok gemacht. Bitte konturiert nicht mit Bronzern. Denn
vom Lichteffekt und vom optischen Effekt, den ein Bronzer und ein Contouring-Produkt macht, ist was ganz anderes. Contour gibt euch den Schatten und nimmt etwas weg. Ein Bronzer betont etwas. Also wenn ihr euch hier den Bronzer hinsetzt als Contouring-Produkt, wirkt euer Gesicht voller in Anführungszeichen und nicht konturiert. Ganz, ganz wichtig. Probiert es mal wirklich außen da einen Unterschied zu machen. Ihr könnt erst mit dem Bronzer lang gehen und dann nochmal mit dem Contouring-Produkt rüber gehen. Da wäre ich natürlich mal super gespannt, was euer liebstes Contouring-Produkt ist. Weiter geht es mit einem Blush-Highlighter. Auch der ist bei TikTok ein bisschen durch die Decke gegangen. Das ist der 2-in-1 Baked Rouge Highlighter von River Lazmi. Ist jetzt im Standardsortiment. Ihr habt einen Blush und einen Highlighter. Ich nehme tatsächlich meistens wirklich nur den Blush-Ton. Der hat nämlich schon genug Schimmer drin. Ich nehme so einen Stippling-Brush und tupfe mir das einfach hier rauf. Und ihr seht sofort diese Bewegung, die dieser Blush zurückgibt, diese Frische, den gibt es in zwei verschiedenen Farben. Ich habe den jetzt in 01 Rose und der sorgt dafür, dass die Haut so viel frischer aussieht. Seht ihr das? Ihr habt einfach so einen Touch an Farbe, so einen Touch Bewegung, obwohl ihr alles recht stark mattiert habt. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich liebe den. Der ist so ein gutes Produkt und ich finde es so nice, dass es mittlerweile wirklich so gute Produkte in der Drogerie gibt für 3 Euro. Und der hält euch ewig. Die Base sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Ich mache mir einmal ganz kurz die Augenbrauen und bin dann gleich wieder da. Wir kommen zu den Augen und dafür benutze ich von Catrice die Pro Slim Eyeshadow Palette. Das ist eine recht basic Palette, die so ein bisschen in die herbstliche Richtung geht. Aber ihr habt hier viele Farben, die ihr perfekt in den Alltag integrieren könnt. Ihr habt ein schönes warmes Braun, etwas röteren Backsteinton. Ihr habt ein Grün und ihr habt einen Ton zum Abdunkeln. Das reicht für den Alltag tatsächlich eigentlich immer. Ich starte mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe in die Farbe Stone. Das ist so ein schöner brauner Ton, der einfach so ein bisschen Tiefe auf euer Lid gibt und ihr seht sofort, wie krass die Palette pigmentiert ist. Die ist ein bisschen teurer, aber immer noch unter 10 Euro. Ich glaube, die liegt jetzt bei 6,99 oder so. Und ihr habt eine wirklich gute Performance für viele verschiedene Looks. Es gibt viele Paletten von Catrice mittlerweile aus dieser Slimmatic-Reihe, auch online. Also schaut da gerne mal auf der Catrice-Webseite vorbei. Meistens sind Produkte, die nicht mehr in der Drogerie verfügbar sind, online noch viel, viel länger verfügbar. Das Ganze dunkel ich mir ab mit der Farbe Dark, ganz leicht. Die ist extrem pigmentiert, hier außen so ein bisschen und hier innen. Und ihr könnt das Ganze dann natürlich gleich mit einem Pop of Color noch ein bisschen spannender machen. Und das machen wir auch gleich, denn das ist aktuell mein liebster Lidschattenton aus der Drogerie von Mono Lidschatten. Vielleicht habt ihr darauf Lust, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ich nochmal so ein Video mache, wo ich Mono-Lidschatten für euch teste, denn es gibt ja mittlerweile wirklich sehr, sehr viele und auch sehr, sehr gute. Heute benutze ich von Catrice die Farbe Lime Pie. Das ist so ein krasses, krasses Grün und das gebe ich mir einfach hier komplett rüber. So ein verführerisches Highlight nochmal auf der Mitte und dann gehe ich mit dem dunklen Ton nochmal hier rüber, dass ich wirklich nur diesen Highlight-Punkt auf der Mitte auf meiner Pupille habe. Ich mache aber den unteren Wimpernkranz und dann ist der Lidschattenlook tatsächlich auch schon fast fertig. Und ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Das Augen-Make-up ist einmal soweit fertig. Ich mache natürlich gleich noch Lashes und Mascara rauf. Ich wollte jetzt aber mit euch noch schnell was auf die Lippen geben. Und da gibt es jetzt eine recht neue Kombination, die ich für mich entdeckt habe, die ich persönlich super schön finde. Ihr wisst, ich nehme immer erst einen Augenbrauenstift. Ich habe jetzt hier den von Max Factor. Im Prinzip ist es völlig egal. Damit habt ihr einfach schon mal eine schöne, kühle Kontur. Und dann nehme ich von Maybelline die Superstay Matte Inks in der Farbe 05 Loyalist und blende das richtig schön in diesen dunklen Lip Liner ein und habe eine super kühle, aber trotzdem passende Lippe zu dem Augen-Make-up. Und jetzt, Freunde, dieser Gloss ist anders. Ich habe noch nie so eine Farbe in der Drogerie gesehen, generell glaube ich noch nicht. Das ist der Shine Bomb Lip Gloss von River Loves Me in der Farbe Toffee Lover. Der ist schon fast so ein bisschen grau, hat aber goldene Glitzerpartikel mit drin. Und schaut euch das an, wie schön der aussieht. Seht ihr den Unterschied zur Oberlippe? Ich habe mir ein bisschen Mascara aufgetragen und mich jetzt gegen Lashes entschieden. Ich finde, der Look ist so aussagekräftig genug. Und ihr seht, wie, das ist ja schon fast ein bisschen sexy, ne? So ein dunkles Auge, eine zarte Lippe, vielleicht jetzt ein schönes Outfit dazu.
und ihr habt ein super, super Make-up unter 10 Euro pro Produkt. Und das, finde ich, ist doch wirklich... Ich weiß nicht, warum Leute Drogerie-Make-up nicht mögen, denn es gibt wirklich wunderschöne Produkte. Und ich weiß, ihr liebt Drogerie-Make-up genauso wie ich. Ich bin gespannt, gibt es Produkte, die euch interessieren aus der Drogerie, die ich mal für euch testen soll? Und schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich werde da mit meinem Zettel und meinem Stift und meiner Tasche in die Drogerie spazieren und die Produkte kaufen und für euch testen. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Unten in der Infobox stehen alle Produkte, falls ich sie gefunden habe. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!